Format, muss ich vorstellen, das Deckblatt hängt von der Zigarre, von der Einlage ab, kann bis zu 80% den Geschmack beeinflussen. Das heißt, wir haben quasi eine Zigarre genommen, die 2000. Also könnt ihr euch vorstellen, wie beim Company nimmt ein Stück schönes Rindsfilet und tut mit dem Magie, mit der Soße, das quasi verzaubern. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben die 2000 genommen. Die 2000 kennen und jetzt die degustieren, ihr wisst schon, ist ganz anders. Wir haben hier ein mexikanisches Deckblatt auf die Zigarre gemacht. Also Nicaragua von der Farbe her, aber das ist Mexiko. Mexiko Tabak, Negro San Andres, ist übrigens sehr süß und sehr cremig. Das heißt, ich habe schon auf den Lippen so eine gewisse Süße. Und Innenleben Sonnenblatt, oder? Innenleben ist genau wie die 2000, ja. Genau. Dominikanisches Umblatt und dominikanische Einlage. Wir haben das Deckblatt hier, haben wir zum Beispiel der Winston Churchill als Umblatt, weil das Deckblatt ist sehr süß, also ihr merkt es auf den Lippen, es ist sehr süß. Aber genau die Süße werdet ihr nachher wieder in der Chef's Edition wiederfinden. Und ich schlage vor, wir degustieren ungefähr so 1-2 cm, weil die Zigarre tut sich nicht großartig verändern. Was auch noch wichtig war, warum noch die Deckblätter von mir, also wo ich mit dem Tasting war, mit den ganzen Chefs, die Chefs haben immer gesagt, es ist wichtig, dass das Auge auch mit ist. Und bei uns Zigarren ein bisschen nach, und wir tun immer sehr gerne auf das Deckblatt schauen. Das heißt auch hier wichtig, dass die Zigarre ein schönes Deckblatt hat. Es ist sogar da wieder Wetter. Es ist Traumwetter. Ich bin schon bereit für die Interviews. Ja, ich bin auch.